Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, es geht los mit der Beerdigung von Edens Erwachen. Norwrath, Edens Erwachen, die Beerdigung. Titan, Echo des Herrn der Felsen. Ja, der ist optisch tatsächlich sehr anders. So, und ich kläre wieder alles, wie es eben gerade eintrifft. Und bei Fragen wieder mal in die Kommentare schreiben. So, diese Felder gehen nacheinander erst auf, also kann man hier noch ganz schnell in ein sicheres Feld rüberhuschen. Also man muss halt wirklich sehr gut darauf achten, wo irgendein Feld aufleuchtet. So, da jetzt zu dem Felsen, der nicht leuchtet, und dahinter verstecken, denn er macht durch seine seismische Welle ziemlich heftige Schaden, die wir dadurch etwas ausweichen können. So, jetzt hier zu dem Fels, dem wo er hinspringt, denn der schubst einem sonst von der Plattform. Titan verwandelt sich auch zweimal, einmal in diese Form, da muss man direkt vor ihm stehen und dann schnell vor ihm weg. So, da hat er seine ursprüngliche Form. So, die andere wird auch bald kommen, die ist ein bisschen schwieriger als die gerade eben. So, hier achten, wo er den Felsen, also sich mit dem Felsen verbindet, der wird nämlich dann groß. Und naja, etwas weggehen von denen. Die machen so einen kreisförmigen Schaden um sich rum. So, hier schlägt er wieder drauf ein. So, jetzt wieder zum Auto. Da muss man sich am besten neben ihn hinstellen, wo man mindestens zwei Felder Platz hat, sonst wird man runtergekickt. Und den Rest wiederholt er jetzt eigentlich nur noch mit ein bisschen mehr. Also er macht die Sachen einfach ein bisschen länger. Gut, hier ist es klar. Aus der Mitte raus erstmal. Da kommen wir die zwei Felsen.
springt er wieder. So, aber das er besiegt. Das gewundene Paradies. Edens Erwachen ist nun abgeschlossen. So, wir bedarfen auf alles wieder, was wir kriegen können. Und ein Mini-Eden haben wir auch. Ja, sehr schön. Gut, dann erstmal raus hier. So, noch eine kleine Besonderheit zu dem Abschluss von dem Eden mit Titanen. Da bekommen wir, also früher ist einmal pro Woche, diesmal mittlerweile einmal pro Durchlauf, bekommen wir das Schwert der Frühantike. Für 7 Stück, oder sind es mittlerweile nur 4, kann man die umtauschen für einen Mini-Stein oder ultraflachen Stein, um dann mit jeweils 10 Marken der Phantasmagorie sich dann die Waffe kaufen zu können. Das nur nebenbei. Gut, aber Mini-Eden. Ein winziges Abbild von Eden, das nur verschwindend geringe Mengen an Äther manipulieren kann. Garantiert harmlos. So, den können wir drin, glaube ich, gar nicht rufen. Deswegen machen wir es draußen. Willkommen zurück. Du musst erschöpft sein. Ich hätte nicht gedacht, dass sich eine Kreatur aus Gestein so schnell bewegen kann. Ich frage mich, ob der Titan aus deiner Welt auch ein solch starker Gegner war. Er hatte nie eine Chance gegen mich. Ja, ein falscher Schritt und man stürzt ins Verderben. Ja, so kann man es sagen. Also bedurfte es nur eines kurzen Momentes der Unachtsamkeit? Das klingt gar nicht gut. Viel wichtiger ist jedoch, dass du ein weiteres elementares Wesen besiegt hast, was bedeutet, dass wir der Wiederherstellung der großen Lehre einen Schritt näher sind. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was für eine Veränderung wir diesmal bewirkt haben. Jo, wir bekommen Materie für Frömmigkeit und diesmal nehmen wir kritische Treffer. Haben wir all. Haben wirklich wir das alles getan? Ja, die Berge erheben sich. Ja, es sieht so aus, als wäre das Gleichgewicht in das Erdelement zurückgekehrt. Und dennoch. Die Transformation hat nur die unmittelbare Umgebung betroffen, während die Gegend jenseits dieses Sees unverändert ist. Das mutet mich wundersam an. Haben wir etwas falsch gemacht? Es ist nicht ganz das Ergebnis, das ich mir vorgestellt hatte, doch offensichtlich waren unsere Bemühungen nicht vergebens. Vielleicht ist das hiesige Phänomen das Resultat einer Kreuzung der Ätherbahn. Somit besteht durchaus Grund zur Annahme, dass es an ähnlichen Orten der großen Leere ebenfalls zu vergleichbaren Veränderungen gekommen ist. Dann wird der Äther sich von diesem Punkt ausbreiten, um den Rest der... Rine! Hat sich sie womöglich überanstrengt? Das Orakel der Dunkelheit. Es ist nichts. Das sah mir gar nicht nach nichts aus. Du solltest dich lieber für eine Weile hinlegen. Nein, mir geht's gut, wirklich. Außerdem haben wir noch einiges an Arbeit vor uns.
Danke, der hat recht. Du solltest dich nicht derart überanstrengen. Ich weiß euer Mitgefühl zu schätzen, aber ich möchte, dass ihr euch keine Sorgen macht. Nino, du weißt doch gar nicht, was du dir da selbst antust. Die Elemente Wasser und Erde sind zwar wiederhergestellt, aber der stillstehende Äther der großen Leere wirkt weiterhin schädlich auf uns ein. Womöglich hat der dauernde Aufenthalt hier deine Stärke zugesetzt. Jetzt, wo du es so erwähnst, ich habe mich ein wenig angeschlagen gefühlt, seit wir hier eingetroffen sind. Es sollte mich vermutlich für eine Weile aus der großen Leere zurückziehen und mich ausruhen. Bitte macht das. Ich werde hier bleiben. Die Wiedergewinnung der ersten beiden Elemente hat ein paar unerwartete Resultate produziert und nicht nötige Zeit, um die Erkenntnisse zu analysieren. Ich möchte dich jedoch darum bitten, mit niemandem über unsere Arbeit in der großen Leere zu sprechen, selbst nicht mit unseren engsten Kameraden. Warum? Ich dachte, sie würden sich über die Neuigkeiten freuen. Und das sollen sie auch, sobald wir mehr über unsere Bemühungen vorzuweisen haben. Diese Mission ist noch immer überaus gefährlich. Ich bin nicht geeignet, unseren treuesten Freunde diese Risiken auszusetzen, solange die Lage es nicht zwingend erfordert. Ja, stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Ich sollte sorgfältig über die Dinge nachdenken. Danke, Yoshi. Ich würde sagen, Rine ist nicht die Einzige, die von einem Ortswechsel profitieren würde. Unsere Schlafnerschnitt würde es in einer gastfreundlicheren Umgebung sicherlich auch besser ergehen. Wir sollten unsere Freunde aus Crystarium bitten, ein sicheres Plätzchen für sie zu finden. Es wäre gut, wenn du und Tero vorgehen könntest, um mit ihm in Mordzug zu sprechen. Wir kommen dann später noch, sobald Orion Shi mit seiner Planung fertig ist. Vielleicht solltest du sie auch begleiten. Sie würde sich sicher über deine Anwesenheit freuen. Nein, diesmal nicht. Sie hat es schon so weit gebracht seit unserem Treffen. Wenn sie sich zu sehr auf mich verlässt, hält sie das womöglich nur zurück. Wir werden nicht ewig in der ersten Splitterwelt bleiben. Der Tag wird kommen, an dem Rine und ich getrennte Wege gehen werden und sie ihren eigenen Pfad einschlagen muss. Ich weiß, dass du das auch verstehst, Orionji. Ich sehe, dass du es versuchst, ihr so viel Wissen wie möglich zu vermitteln, solange du kannst. Und sie scheint tatsächlich das meiste davon zu verinnerlichen. Rine besitzt eine natürliche Gabe für Ätherologie. Daran unterscheidet ihr euch. Eine natürliche Gabe, bei denen Vorträge nicht einzuschlafen, vielmehr. Doch wenn ich so darüber nachdenke, kommt sie wirklich so gar nicht nach mir. Sie hat jedoch auch genau wie du die Angewohnheit, still über ihre Sorgen zu grübeln, anstatt sie auszusprechen. Das sagt derjenige, der ein Meister darin ist, sich nicht in die Karten schauen zu lassen. Naja, was soll's. Theo, du solltest lieber den Wüstengleiter mit Rine besteigen. Es stimmt, dass sie in letzter Zeit eine Menge durchgemacht hat, aber das gilt auch für dich. Du musst bereit sein für die Herausforderungen, die noch vor uns liegen. Also geh und ruh dich ein wenig aus. Bitte lasst uns wissen, wenn ihr sicher in Amaring angekommen seid. Jo, das werde ich irgendwie mit Kontaktperle. Es sah aus, als hättet ihr eine ziemlich ernsthafte Diskussion geführt. Ich hoffe, ich habe euch keinen Anlass zur Sorge bereitet. Nun, wenn du das sagst, ich sollte mich vermutlich nicht länger als nötig in der großen Leere aufhalten. Also, willst du als erstes im Pilotensitz Platz nehmen oder soll ich? So, zurück in Amaring. Puh, bin ich froh, dass du dabei warst, um mir Gesellschaft zu leisten. Ich wüsste nicht, wie ich mir sonst die Zeit vertrieben hätte. Nun, da wir hier sind, muss ich unsere Kontaktperson aus Crystarium finden. Aber zuvor hatte ich gehofft, mich mal ein wenig mit dir unterhalten zu können. Ich habe schon seit längerem etwas auf dem Herzen. Dies ist jedoch wahrscheinlich nicht der beste Ort dafür. Diese Kreaturen dort drüben sehen ziemlich hungrig aus.
Als ich das erste Mal mit Tankred und Urioshi darüber sprach, was ich in der großen Leere spürte, hat ein Teil von mir sich gewünscht, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Ich nehme an, ich fürchtete mich davor, was wir finden würden. Aber nun, da wir Eden gefunden haben, weiß ich, dass es die richtige Entscheidung war, weiter zu forschen. Wenn ich mich mit meiner Furcht hingegeben hätte, würde ich mich womöglich für den Rest meines Lebens fragen, was hätte sein können. Von nun an werde ich die Stimme in meinem Inneren ignorieren, die mir dazu rät, wegzulaufen oder mich zu verstecken. Das bin ich nicht mehr. Und dennoch, alter Mut in der Welt wird mir nicht bei der Entscheidung helfen, was wir mit dem Mädchen machen sollen, wenn es erwacht. Erinnerst du dich daran, was sie sagte, bevor sie das Bewusstsein verlor? Warum bin ich hier? Was geschieht hier? Was, wenn sie unter der Kontrolle eines anderen stand oder gezwungen wurde, gegen ihren Willen zu handeln? Was auch immer der Fall ist, es ist klar, dass sie kein Monster ist. Sie ist eine Person wie du und ich. Offensichtlich weiß sie etwas über Eden und wir benötigen alle Informationen, die wir kriegen können. Doch vor allem will ich einfach nur mit ihr reden, um herauszufinden, wer sie ist und ob es etwas gibt, bei dem wir ihr helfen können. Andererseits dürfen wir nicht vergessen, dass sie uns bereits einmal angegriffen hat. Wer sagt uns, dass sie es nicht wieder versuchen wird, wenn sie erwacht? Wenn sie uns weiter daran hindert, die große Leere zurückzuerobern, dann wird das alles meine Schuld sein. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Was meinst du, was wir tun sollten, Theo? Wenn Alf nur hier wäre, würde er über alles mit ihr reden. Selbst Emmet Zeich hatte seine Gründe. Wir sollten sie zumindest anhören. Es gibt nicht viel, was wir tun können, ehe sie erwacht. Ja, Emmet Zeich hatte auch seine Gründe. Wir sollten zumindest erstmal anhören, was sie zu sagen hat. Ich verstehe, was du meinst. Wenn wir einen gemeinsamen Nenner gefunden hätten, wären die Dinge womöglich anders verlaufen. Ich hoffe, dass sie nicht so wie Emmet Zeich ist, doch wir werden es nicht wissen, bevor wir mit ihr sprechen. Bis dahin werde ich mich auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Dabei fällt mir ein, dass ich mich noch immer um Urioshis Besorgung ankümmern muss. Die Person, die wir treffen werden, hat uns den Wüstenkleider und die meisten von uns verwendeten Geräte geliehen. Und da wir zur Geheimhaltung verpflichtet sind, gilt das wohl auch für ihn und seine Kollegen. Je eher wir mit der Sache fertig sind, desto eher können wir uns ein Plätzchen zum Entspannen suchen. So, da sind wir nun zurück in Morzug. Und jetzt können wir mal kurz... Achso, nee, der ist ja hier. So, Mini-Eden. Um seinen gottgleichen Fähigkeiten zu demonstrieren, erschuf Eden dieses winzig kleine Abbild seiner selbst. Zum Glück vermag das Mini-Eden nur verschwinden gegen Mengen an Äther zu manipulieren und stellt keine Gefahr für die Welt dar. Jo, das ist Mini-Eden. Der macht ab und zu so einen leuchtenden Kreis über sich, aber das war's auch schon. Mal gucken, ob er das irgendwie... macht. Ja? Nein? Nee, anscheinend nicht. Ja gut. So. Nun, da wir hier sind, erlaube mir, dir zwei Mitglieder unseres engeren Kreises vorzustellen, oder wie auch immer du das nennen möchtest. Das ist Gulgul, der an Relikten interessiert ist, die wir in der großen Leere finden. Anscheinend handelt er von allem mit exotischen Waffen und dergleichen, doch er hat zugesagt, uns mit allem zu versorgen, das wir nicht in Crystarium kriegen können. Nun, die andere Person, die wir treffen wollten, sollte irgendwo hier in der Nähe sein. Ah, Rine, welch eine Erleichterung, dass du unversehrt von deiner Expedition zurück bist. Es tut mir leid, dass wir dich haben warten lassen. Wir waren ein wenig länger weg als erwartet. Theo, darf ich dir
Lavery vorstellen? Es ist mir ein Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen. Als Repräsentant des Siedlungsrats bin ich hier, um die Lieferung der benötigten Ausrüstung und Versorgungsgüter für eure Expedition zu überwachen. Ich werde hier bleiben, um meine Unterstützung anzubieten, falls diese benötigt wird. Tatsächlich gibt es etwas, worum ich dich gerne bitten würde. Es wäre jedoch vermutlich besser, nicht mitten auf dem Marktplatz darüber zu reden. Den Rest übernehme ich, Theo. Du solltest dich ein wenig ausruhen. Doch bevor du gehst, möchte ich mich gerne bei dir bedanken für alles, was du getan hast. Wir haben noch immer einen weiten Weg vor uns, aber wenn wir unser Bestes geben, gibt es nichts, was wir nicht schaffen können. So, wir bekommen direkte Treffer, kritische Treffer und Entschlossenheitsmaterie und können uns noch eine aussuchen. Da würde ich das Zaubertempo nehmen. Ich verstehe. Es ist zwar nur eine Hypothese, aber wir sollten dennoch Vorsicht walten lassen. Zudem werde ich die Angelegenheit vorerst nicht mit Rino und Theo besprechen, bis wir mehr wissen. Nun, ich weiß es zu schätzen, dass du es mir erzählst. Auch wenn es noch zu früh ist, um sicher zu sein. Immerhin bin ich derjenige, der über sie wacht. Das Orakel der Dunkelheit. Ich hoffe doch sehr, dass du das nicht wahr ist, Herr Uriange. So. Da haben wir nun zwei Quests sozusagen. Ich glaube, machen wir erstmal die da. Ich grüße dich, Theo. Wie kann ich dir behilflich sein? So, über Rines ersten Bericht sprechen. Informationen über die Arbeiten in der großen Lehre unterliegen strikten Geheimhaltung. Damit sie nicht in die falschen Hände fallen, bewahren wir nur die nötigsten Aufzeichnungen auf. Allerdings wird es so langsam ziemlich schwierig, den Überblick über die von uns gelieferten Versorgungsgüter zu behalten. Darum habe ich Rina gebeten, Berichte über eure Aktivitäten anzufertigen. Der erste Bericht wird alles über die Zeit seit eurer Ankunft in der großen Leere bis zu eurem Kampf gegen Titan enthalten. Doch ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, Rina damit eine zu große Bürde aufgeladen zu haben. Sie hat zweifellos bereits genug andere Dinge zu tun. Yuri, ich habe erledigt, worum du mich gebeten hast. Ah, Theo, ich hatte gehofft, dich zu sehen. Tatsächlich? Nun, bevor du weiter ausholst, bitte erlaube mir, den Bericht in Empfang zu nehmen. Und ich möchte nicht aufdringlich erscheinen, aber in welcher Angelegenheit möchtest du Theo sprechen? Ich habe da etwas mitgebracht, das ich dir zeigen möchte. Tankred und Uriange haben dies aus dem Herzen von Eden zurückgebracht. Wenn man genau hinschaut, kann man Bilder von deinen Kämpfen in der großen Leere sehen. Uriange denkt, dass es sich dabei um Edens Erinnerungen handelt, die in Kristallform eingefangen wurden. Möchtest du sie mal sehen? Als du in den Kristall schaust, erscheinen Bilder früherer Auseinandersetzungen von deinem geistigen Auge. Kämpfe einer Intensität, die alles, was du wirklich erlebt hast, bei weitem übersteigt. Stimmt was nicht? Es ist anders als in deinen Erinnerungen? Wie seltsam. Was könnte dazu führen, dass Edens Erinnerungen so verzerrt werden? Nun, wir haben enorme Mengen an Äther extrahiert und neu angeordnet. Womöglich hat das den Kristall beeinflusst. Wie dem auch sei, ich gehe davon aus, dass wir eine Verwendung für dieses außergewöhnliche Artefakt finden werden.
Ich glaube, ich habe da eine Idee. Obwohl es uns Bilder von Dingen zeigt, die nie wirklich passiert sind, könnte uns Ihr Studium dabei helfen, uns auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Wo wir schon vom Studieren sprechen. Urianger hat mir ein paar Bücher mitgegeben, die ich vor unserer nächsten Expedition lesen soll. Ich sollte mich lieber wieder dahinter klemmen, doch ich werde dich schon bald wiedersehen. Edens Erwachen in den epischen Varianten sind jetzt nun verfügbar. Also so ein richtig schwer, ne? Also einmal Aufstieg, Niederkunft, Überflutung und die Beerdigung in episch. Ja. Gut, dann geht es hier weiter oder ist sie... Eine Stimme im Kopf. Ja, da geht's weiter. Gut, dann werden wir erstmal mit Gulgul quatschen. Denn, oh Gott. Ja. Da gibt's ein bisschen mehr an Ausrüstung. Und wir können uns jetzt Gürtel und ein paar Accessoires und Füße anfertigen. Schön. Gut, Edentor-Ausrüstung für Magier. So, 450, ja, der ist schon mal wesentlich besser. So, und dann Stiefel sind auch besser. So, und gucken, die Ohrringe sind schlechter. Halskette ist auch schlechter. Der Armreif ist besser. Und den Ring können wir auch einmal mitnehmen. Wunderbar. So, hervorragend. Gut, dann können wir noch die Materia auch wieder rausnehmen aus unserem anderen Zeugs. Materia zurückgewinnen. Die hat nur eine 80%ige Chance. Wir versuchen es mal. Gut, das hat geklappt. Dann hier die Füße. Na, wo ist es denn? Gut, dann was haben wir noch? Dunkle Schatten. Der Armreif. Das hat eine 100%ige Chance. So, und dann noch einen Ring. So. Wunderbar. Gibt es hier etwas, um Materia einzusetzen? Nee, gibt's nicht. Gut, dann gehen wir kurz nach Julmor. Denn wir haben ein bisschen was, wo wir unsere Materia wieder einsetzen können. Denn mittlerweile, da wir Level 80 sind und gute Ausrüstung haben, ist Materia doch wichtig geworden. Nicht überlebensnotwendig, aber doch schon etwas wichtiger als sonst. So, erstmal gucken. Kritische Treffer 2005, direkte so. Ja, gehen wir wieder auf direkte Treffer und Entschlossenheit, würde ich sagen. So, direkte Treffer. Ja, nehmen wir die. So, hier auch noch direkte Treffer. Und in den Schmuck nehmen wir die Entschlossenheit. Ne, bei dem nicht. Der ist nämlich voll mit Entschlossenheit. Direktes auch wohl. Crit könnte noch ein bisschen was reinpassen. Warum ist das Fenster eigentlich so doof da? Irgendwie. Gut. Ja, wie sieht's denn aus? Ja, gut, nee, Mensch.
den direkten Treffer. Wobei wir von Crit mehr raus... Ne, nehmen wir Crit. So. Gut, jetzt muss ich auch mal gucken, warum da das noch angezeigt wird. Okay. Na gut, keine Ahnung. So. Wenn wir schon hier sind, haben wir was zum Reparieren? Oder wo ist denn jemand zum Reparieren? Hallo? Da hinten. So, machen wir einfach mal alles. So, hervorragend. So, von den Punkten brauchen wir auch noch nicht weiter gucken, aber ich kann euch mal kurz das mit dem, mit den Schwertern hier zum Beispiel zeigen. So, da ist jetzt dieser Jal-Jal. Der gibt uns für 4 Schwerter sind's. Okay, den uralten, den ultraflachen Stein. Und für einen ultraflachen Stein und eben Rowena, nicht Rowena, Movin-Marken, können wir dann uns eine Waffe dann kaufen. Das wäre die, der Dunkelschatten-Estok oder so. Ja. Aber wie gesagt, der ist jetzt Level 460 und wir haben momentan eine 480 Waffe gekauft. Das heißt, die brauchen wir noch nicht. Aber es gibt ja auch momentan schon die Kristarium-Ausrüstung. Und die wäre erstens, finde ich die total hässlich und langweilig. Aber zweitens, die ist Level 490. Die ist dann wesentlich besser. Davon brauchen wir allerdings einen hochfesten anarchischen Stein. Den bekommen wir dann in dem zweiten Teil von Eden. So, jetzt gehen wir erstmal zurück nach Morzuk. So, dann möchte ich erstmal noch kurz... Wo haben wir es dann? Das Nitok-Rapier wieder drauf projizieren. Denn das sieht cool aus, das leuchtet so schön rot. Rot blitzend. Ja, gut. Ja, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Eden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Dir gezeigt, was ich erlebt habe? Ich werde nie wieder so leichtfertig mit deinem Leben spielen. Mit keinem Fremden und auch nicht mit meinem eigenen.